Здравствуйте! Heute mal nicht aus der Stadt, sondern vom Land. Drei Viertel der Russen leben in Städten, aber es gibt auch natürlich auch welche, die auf dem Land leben. Heute besuche ich Lisa. Da ist sie auch schon. Привет, Lisa. Спасибо за приглашение. Du kannst ja auch ein bisschen Deutsch. Jetzt zeige ich dir, was ich hier alles habe. Das ist ja ein Riesengarten. Also mein Lieblingswächst da, Knoblauch. Oh, zeig mir mal Knoblauch. Ich liebe auch Knoblauch. Echte Russen lieben Knoblauch. Das ist Knoblauch. Ich glaube, ich habe noch nie Knoblauch in Natur gesehen. Also wie der Knoblauch wächst. Wow. Lisa, bist du die Einzige, die so viel anbaut hier bei dir in der Деревня im Dorf? Nein, alle meine Nachbarn, sie haben auch solche Felder. Ist ja auch bestimmt ganz schön viel Arbeit hier, das alleine zu machen. Ja, vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen. Ja, gerne, natürlich. Wo fangen wir an? War Lisa auch noch so nett und hat Sachen aus dem Garten geholt und uns zum Essen spontan eingeladen. Völkerfreundschaft! Traumbus. Der Nachbar fragt mich gerade, ob ich vielleicht ein Selfie will mit dem Fisch. Es ist übrigens ein. Vielleicht wollen sie ein Selfie mit dem Karpfen. Ich glaube, wenn ich jetzt Nein sage, dann ist hier auf schlechte Nachbarschaft. Oh, das war so ein richtiges, so ein Face-Slap. Lisa, du machst ja auch richtiges, traditionelles russisches Kunsthandwerk. Nur ein bisschen umgemünzt, wie wir sehen. Motorhead-Matrioschkas, Slayer-Matrioschkas, also richtig coole Sachen. Wie bist du drauf gekommen? Naja, ich stehe auf Rockmusik und ich liebe russische traditionelle Kunst und solch ein Mix ist irgendwie rausgekommen. Also Metal Matrioschkas finde ich super cool, aber jetzt ist ja gerade Fußball-WM. Wie wäre es, wenn wir eine Yogi Löw Matrioschka malen? Lisa, das ist der Wahnsinn, man erkennt ihn jetzt schon. Darf ich das Gold drauf machen? Lisa und ich machen jetzt noch die Feinheiten der Yogi Löw Matrioschka zu Ende. Vielen, vielen Dank für alles, was ich heute machen durfte. Danke euch. Hat echt Spaß gemacht. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Tschüss.